Hallo und willkommen zurück zu unserer Reise, die bislang eine Reise durch die Wachau war. Im letzten Video hatten wir ein Relax-Wochenende an einem Stellplatz beim Gasthof mit vielen Tieren verbracht, bevor wir dann den perfekten Stellplatz bei einem Weingut bezogen hatten. Von dort aus waren wir auf die Wachau-Terrasse aufgebrochen, um noch einmal nach unten auf die Donau zu blicken. Nun ist es Zeit, weiterzuziehen. Nach unserem Aufenthalt in der Wachau geht es für uns weiter entlang des Flusses Kamp durch die Naturparks Kamptal und Kampseen. Dann nehmen wir euch natürlich auch noch mit. Ein paar Tage haben wir noch auf dieser Reise und wir versuchen jetzt einfach noch ein wenig schöne Plätze zu entdecken, zu relaxen und die Landschaft zu erkunden. Da sind wir wieder. Wir sind hier am Fluss Kamp. Wir wollten heute eigentlich auf einen offiziellen Stellplatz bei Langenlois fahren. Der war ganz gut beschrieben, aber als wir dort ankamen, war es ein Asphaltparkplatz in der Gluthitze ohne Schatten. Und wir stehen schon lieber an schönen Plätzen und wir haben jetzt einen Parkplatz hier am Fluss gefunden, der weit, weit schöner ist. Für den Parkplatz hier würden wir auch gerne was zahlen. Es geht uns ja nicht darum, kostenlos zu reisen, sondern wir wollen einfach schöne Plätze erleben. Und hier gefällt es uns gut. Ich war jetzt schon schwimmen im Fluss. Ist wirklich eiskalt. 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 Da ist man dann sofort wieder abgekühlt. Ja, und das war's dann für heute. All jene, die nur die Sanitäranlagen auf Campingplätzen nutzen und sich mit der eigenen Toilette im Camper nicht beschäftigen wollen, sollten jetzt vielleicht wegsehen. Für alle anderen gibt es jetzt Infos aus dem echten Campingleben zu unserer Trockentrenntoilette. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Entsorgung jetzt total easy. Jede Toilette erlaubt uns ganz unkompliziert die Entsorgung des Urinkanisters und dann ist es wieder erledigt für ein, zwei Tage. Und heute übernimmt die Euler diesen Part. Und Euler, ist es schwierig? Nope. Was sollte daran schwierig sein? Geht ganz einfach, oder? So, Olli, Tag 3 mit dem Feststoffbehälter der Trenntoilette. Wie riecht's jetzt? So was beim Frühstück. Okay, Olli will es euch beim Frühstück nicht erzählen. Daher gibt's dazu bald ein eigenes Video. Und wenn du den Kanal abonnierst, dann bekommst du dieses Video und alle weiteren auch mit, wenn du die Glocke aktivierst. Infos dazu, welche Trockentrenntoilette wir nutzen und wie man die im Kastenwagen einbaut, gibt es bereits in Videos am Kanal und wir verlinken diese gerne in der Videobeschreibung. Okay, überredet, um euch nicht an der spannendsten Stelle hängen zu lassen. Es riecht nicht. Es riecht nach... Psst, alles verraten wir jetzt auch nicht. Für mehr Infos, du weißt schon. Nach einem schönen Aufenthalt im Naturpark Kamptal geht es für uns jetzt weiter. Wir folgen jetzt dem Fluss Kamp und werden dann den Stausee Dobra anpeilen. Und dann schauen wir mal, was sich heute sonst noch ausgeht. Dobra? Mhm. Heißt gut. Ja, ist nahe an der tschechischen Grenze. Wahrscheinlich kommt der Name daher. Der gute Stausee. Der gute Stausee. So, wir sind etwas weiter gefahren und jetzt sind wir in der Region, die sich Kampseen nennt. Wir sind immer noch am Fluss Kamp und schauen uns jetzt ein paar Seen an. Der erste See ist der Thurnberg-Stausee. Da sind wir gerade am Parkplatz an der Staumauer und schauen uns mal den See an. Servus. Du bist eine freundliche. Mei. Hallo. Es
See gefällt uns gut, aber leider der Parkplatz nicht so. Da steht man ein wenig vom See weg, beziehungsweise unterhalb des Sees, am Ende der Staumauer. Und nachdem es hier ja noch weitere Seen gibt, schauen wir jetzt einfach weiter. Wir suchen eigentlich einen Platz zum Mittagessen, aber der Hunger ist noch nicht ganz so groß. Da können wir uns noch ein wenig Entdeckung leisten. So, hier sind wir jetzt am Ottensteiner Stausee. Unser eigentliches Ziel, den Dobrer Stausee, haben wir relativ schnell hinter uns gelassen, denn dort gibt es kaum Möglichkeiten zum Seezugang. Wir haben das ganze Ufer abgefahren und da kommt man eigentlich kaum zum See, wenn muss man sich selbst durch den Wald irgendwie durchkämpfen. Man sieht auch kaum zum See hinunter, denn meistens ist da noch Wald dazwischen. Es gibt ganz wenige Blicke. Einen Blick haben wir erhascht, nämlich gegenüber des Campingplatzes am Dobrer Stausee. Das scheint die einzige Option für Camper und Wohnmobilisten zu sein, an den See zu kommen. Aber es war halt ein typischer Campingplatz mit Wohnwegen und Dauercampern. Also nicht unbedingt das, was wir suchen. Und deswegen sind wir gleich weitergefahren zum nächsten. Ein kurzes Stück am Fluss Kamp entlang. Und man landet beim nächsten Stausee, dem Ottensteiner Stausee. Hier gefällt es uns besser. Auch hier kommt man nicht wirklich ans Ufer mit dem Wohnmobil. Aber es gibt Parkplätze. Da haben wir jetzt mal unsere Mittagspause eingelegt und sind jetzt runter zur Staumauer spaziert, um uns den See mal anzusehen. Hier gibt es offensichtlich einiges an Angebot für Touristen. Es gibt Ausflugsboote am See, es gibt eine Surf- und Segelschule, es gibt zumindest zwei Campingplätze, die ich jetzt auf der Karte entdeckt habe. Und ja, es ist relativ ruhig, der Parkplatz ist ziemlich voll. Es gibt auch Ausflugsbusse, die da Leute herkarren und aussteigen lassen. Und dementsprechend hatten wir eigentlich mit mehr Rummel gerechnet, aber es ist durchaus akzeptabel. Wir sind jetzt die Einzigen hier auf der Staumauer an diesem Aussichtspunkt. Das gefällt uns eigentlich ganz gut. Wir werden aber danach gleich wieder weiterfahren, denn es ist Zeit fürs Entspannen. Sitzen, lesen, ein kühles Getränk trinken und wir werden uns jetzt einen offiziellen Stellplatz suchen, denn unser Abwassertank ist voll. Das Abwasser kommt schon zurück heraus aus der Spüle und da wird es Zeit, eine Fähr- und Entsorgungsstation aufzusuchen. Außerdem, ich glaube, eine Dusche wäre auch mal wieder an der Zeit und da braucht man Wasser dafür. Der Stellplatz in Ottenschlag gefällt uns eigentlich ganz gut. Ein wenig eigenartig sind die Nachbarn, die hier teilweise den ganzen Tag weg sind und ihre Stellplätze mit einem Warndreieck reservieren. Aber wir haben noch genug Platz und essen praktisch direkt am Fußballfeld zu Abend, bevor es dann am nächsten Tag auch schon wieder weitergeht. Die letzte Nacht haben wir hier am Stellplatz in Ottenschlag verbracht. Es war sehr ruhig und angenehm. Es gibt einen Badesee daneben und allerlei Einrichtungen wie WCs und Duschen, die man mitbenutzen kann. Leider scheitert unsere Wasserversorgung jetzt gerade dran, dass man hier eine 1-Euro-Münze einwerfen muss und die haben wir nicht. Und deshalb geht es für uns auch schon weiter zum nächsten Stellplatz. Auf unserem Weg zum nächsten Stellplatz durchfahren wir das sogenannte Waldviertel Niederösterreich. Eines der neuen Bundesländer Österreichs ist unterteilt in vier Landschaften, die vier Viertel, die heute zwar keine administrative und politische Bedeutung mehr haben, aber die Viertelbezeichnungen werden eben immer noch für die Landschaften benutzt. Vor ein paar Tagen waren wir noch im Mostviertel, jetzt nach unserem Besuch in der Wachau durchfahren wir das Waldviertel. Und warum das so heißt, das haben wir jetzt eindrucksvoll gesehen, denn es gibt in jede Richtung Wälder, soweit das Auge reicht. Und auch wenn die Landschaft
nicht allzu bergig wirkt. Man ist ja auf ganz schöner Höhe. Heute Morgen, als wir den Stellplatz in Ottenschlag verlassen haben, waren wir auf 890 Meter Seehöhe, ohne das zu merken. Die Landschaft ist allerdings nicht flach, auch wenn die ganz großen Gipfel hier nicht zu finden sind. Es ist ganz schön hügelig, auch auf unserer Fahrt. Jetzt geht es andauernd rauf und runter. Hier im Dunst, das seht ihr wahrscheinlich jetzt eher schlecht, hinter mir sieht man die Alpen, wo dann die richtigen Gipfel beginnen. Hier ist es ein sehr charmantes, hügeliges Alpenvorland und es gefällt uns wirklich gut. Wir sind da jetzt gerade stehen geblieben bei einem Hofladen und haben frische Eier gekauft und jetzt geht es wieder weiter. Olles neues Büro. Sie nützt die Fahrzeit, um was weiterzubringen. Mobiler Workstation. Durch die vielen kleinen Straßen sind wir uns nicht immer sicher, was Google Maps mit links abbiegen genau meint und müssen auch ein paar Mal wenden. Unser nächster Stellplatz ist ein echter Genussstellplatz und wir genießen unseren Aufenthalt hier sehr. Im angrenzenden Badesee kann man sich kostenlos abkühlen. Wir liegen unter den großen Bäumen dort und verbringen einen Relax-Nachmittag. Außer Essen, Schwimmen, Lesen, Essen, Schwimmen, Lesen passiert nicht viel. Guten Morgen, wir haben eine schöne Nacht am Stellplatz in Waldhausen verbracht. War sehr angenehm, bis dann morgens ein paar Camper aufgetaucht sind. Darüber machen wir mal ein eigenes Video, wie man sich am Stellplatz eigentlich verhalten sollte. Ja, und jetzt sind wir unterwegs wieder zurück zur Donau. Wir fahren jetzt von Waldhausen nach Grein und dann werden wir ein Stück an der Donau entlang fahren und uns dieses Stück ansehen zwischen Grein und Ips. In Ips waren wir vor einigen Tagen, dazu gibt es ein eigenes Video. Findest du in der Videobeschreibung. So, wir sind angekommen in der schönen Stadt Grein hier an der Donau. Die Stadt sieht schön aus mit dem Schloss, das über ihr thront. Leider mag man hier keine Wohnmobile. Auf den Parkplätzen findet man Verbotsschilder, Halt- und Parkverbot auch tagsüber, wofür es sachlich jetzt keine offensichtliche Begründung gibt. Und am anderen Ende der Stadt stand am Parkplatz nur für Pkw. Zwar sind wir ein Pkw, aber man weiß ja nicht, wie der Parkwächter das auslegt. Und ich habe jetzt unterwegs keine Lust auf Streitereien. Deswegen geht es für uns auch gleich weiter. Es gibt hier einen Campingplatz, also wer hier länger bleiben möchte, der kommt dort sicher unter. Die Lage ist sehr schön direkt an der Donau. Ob es jetzt der Campingplatz ist, der hier Lobbying betreibt, oder ob die Stadt einfach schlechte Erfahrungen mit Chaos-Campern, mit Campern, die sich nicht benehmen können am Parkplatz, gemacht hat. Wer weiß es schon, leider ist es etwas schwierig, sich hier aufzuhalten. Wir parken jetzt am Straßenrand über zwei Parkplätze und deswegen geht es jetzt weiter. Der Abschnitt zwischen Grein und Ips gefällt uns besonders gut und wir genießen den Anblick der Donau nochmal so richtig, bevor wir uns bei Ips dann von der Donau abwenden und damit die Heimreise antreten.
So, da sind wir jetzt am Stellplatz in Garming. Sieht nach einem sehr schönen Städtchen aus und der Stellplatz ist ganz toll. Das Problem ist, dass die Leute halt die Schilder nicht lesen können. Offensichtlich ist das große Wohnmobilschild zu dezent und die stellen sich dort einfach hin, weil dort Schatten ist, aber es gäbe auch zwei Reihen dahinter wieder Schatten, aber da müsste man 20 Schritte weiter gehen. Das darf man offensichtlich nicht erwarten. Da sagen wir danke vielmals. Super. Der Egoismus sagt den Leuten da, da parke ich, auch wenn es die einzigen großen Parkplätze sind, wo Wohnmobile Platz haben. Aber gut, wir haben jetzt etwa eine Dreiviertelstunde woanders gewartet, bis dann jemand wegfuhr und jetzt stehen wir am Stellplatz. Der Stellplatz hier ist wirklich phänomenal gut ausgestattet. Man bekommt Wasser und Strom. Es gibt außerdem WLAN, Müllentsorgung. Man parkt im Schatten und das Ganze kostet nur eine freiwillige Spende. Die werfen wir jetzt natürlich auch ein. Der Stellplatz liegt sehr schön direkt neben der Kartause Garming. Und wenn du dich fragst, was eine Kartause ist, ich musste das jetzt auch gerade in Wikipedia nachschlagen, und zwar ist das ein Kloster des Kartäuserordens. Der Name kommt übrigens vom ersten Kloster dieser Art. Das wurde gegründet im französischen Département Isère bei Grenoble und nennt sich La Chartreuse. Und daher kommt jetzt der Name. Ein Kloster des Kartäuserordens nennt sich Kartause und das ist die Kartause Garming. Was Mönche immer gut konnten, war Bierbrauen, und eine Bierbrauerstadt ist offensichtlich auch Garming. Hier gibt es einen eigenen Bierweg, Bierwanderweg mit vielen Infos zum Brauen, und ich denke mal, dass man auch verkosten kann. Wir werden sehen, ob wir einen Teil davon zumindest heute erwandern, und dabei seid ihr natürlich live dabei. Aus der Hitze auf der Suche nach Eiskaffee. Eiskaffee finden wir unterwegs nicht und deswegen machen wir ihn selbst und sitzen im Schatten vor dem Camper. So, ich habe jetzt ein bisschen gearbeitet. Es war zwar etwas schwierig mit der Sonneneinstrahlung, aber im Schatten ging es schon. Und die Eule ist inzwischen schon mal da rein in die Kartause. Ich weiß nicht, ob sie schon das Bier verkostet, das hier gebraut wird, oder was anderes, aber ich versuche sie jetzt mal zu finden und werde mich zu ihr gesellen. Auch wenn die Bewertungen online durchwachsen waren, können wir das Restaurant an der Kartause uneingeschränkt empfehlen. Sowohl der Service als auch das Essen und die Getränke waren super. Danach relaxen wir mit Blick auf die Kartause, machen einen Verdauungsspaziergang und hören 300 Amerikanern zu. Dazu gleich mehr. Guten Morgen, da sind wir wieder. Wir haben gestern sehr gut gegessen im Restaurant hier an der Kartause und dabei haben wir vom Kellner noch einiges Wissenswertes und Überraschendes, Interessantes erfahren. Zum Beispiel, dass die Kartause vor Jahren schon ziemlich dem Verfall preisgegeben war, und gerettet sozusagen wurde sie dadurch, dass sie von Amerikanern gekauft wurde, von einem Franziskanerorden. Und jetzt ist die Kartause quasi Außenstelle einer amerikanischen Theologie-Universität, Philosophie-Universität. Die Details sind noch etwas unklar. Jedenfalls wird die Kartause als Uni und als Studentenwohnheim genutzt. Da sind während des Semesters 300 Studenten aus Amerika hier. Das erwartet man jetzt eher nicht hier im ländlichen Niederösterreich. Jetzt sind zwar nicht alle 300 hier, aber doch einige. Und die waren dann abends hier auf dem Vorplatz und haben noch ein wenig Party gemacht. Und ja, war lustig zu sehen. Sein letzter Stopp, wir sind aufgebrochen vom Stellplatz in Garming, haben noch Grauwasser entsorgt und sind jetzt 10 Kilometer weitergefahren zum Lunzer See. Hier waren wir vor etwa 10 Jahren das letzte Mal.
Es hat sich nicht sehr verändert, was an sich eine gute Sache ist. Es gibt jetzt, glaube ich, einen größeren Parkplatz, wo wir untergekommen sind. Dort ist natürlich Camping verboten. Zwischen 22 und 7 Uhr möchte man dort keine Wohnmobile sehen, wie so üblich. Und sonst gibt es sehr wenige Parkmöglichkeiten hier am See. Das heißt, wenn man sich hier länger aufhalten möchte, muss man also auf den Campingplatz, der etwas vom See entfernt liegt, im Ort. Der Lunzersee schafft das Kunststück, doch ziemlich kommerzialisiert zu wirken, aber andererseits recht ruhig zu sein. Es ist jetzt hier eigentlich kein Lärm, aber trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man hier sich in der Natur bewegt, sondern es gibt Zäune, es gibt Eintrittsschranken. Man kommt schwer zum Wasser, ohne dafür zu bezahlen. Auch das Parken kostet, selbst wenn man am weitesten entfernten Parkplatz stehen bleibt. Wir spazieren jetzt nur ein wenig am Seeufer entlang auf der Suche nach einem Eis für die Euler. Und dann geht es auch schon weiter. Wir werden dann noch Freunde besuchen am Weg nach Hause. Und das war es dann für diese Reise. Schön war's. Ja. Schön war's, dass ihr wieder mit dabei wart. Und die nächste Reise kommt bestimmt. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal. Unterstützt unsere Videos mit eurem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. Thank you.